Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir sind jetzt hier und haben jetzt gleich einen Buhu vor uns, glaube ich. Wir müssen herausfinden, wo wir den haben. Luigi's Mansion 3 übrigens, ne? Also. Oh. Das war doof. So, hier lang. Hier lang. Hier lang. Und hier durch. Der steckt hier hundertprozentig irgendwo fest, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich kann jetzt mal probieren, das Ding da mitzunehmen, aber ich glaube nicht, dass ich damit durchkomme. Ne, damit komme ich nicht durch. Komisch. Naja, in den Kommentaren habe ich jetzt noch nichts gelesen, deswegen bin ich da jetzt erstmal noch ganz vorsichtig und ruhig. Und wir holen uns jetzt den Buhu. Obwohl, vielleicht geht das ja. Ne, das geht auch nicht. Okay, komm, ja. Wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt eine Etage tiefer oder nicht? Nein, er ist eine höher. Vielleicht müssen wir auch erst den Buhu fangen, damit wir da rankommen. Da ist er. Botanika, wehe, das hat haben sie irgendwelche Blumen. Na toll. Gucken wir mal auf der Karte. Ist er jetzt weiter nach oben oder ist er weiter nach unten? Ebene. Also eine Ebene runter. Lass mal ihn schlafen. Wir gehen eine Etage runter, lassen ihn schlafen. Hier haben wir ihn das erste Mal entdeckt. Boah, ist das nervig. Was will der denn von mir? Wahrscheinlich soll ich die richtige Vase erwischen oder so. Ja. Ja, ist er oben wieder? Er ist wieder oben. Na.
So. Nee, du zertrampelst mir irgendwelche Blumen, aber... Ist er unter mir wieder wetten? Holen wir einfach mal ein paar Blumen runter. Ja. Beim letzten Mal war er da drin. Jetzt ist er da hinten, ey. Meine Fresse. Es ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Obwohl wahrscheinlich noch eine andere Lösung wartet. Wir können auch mit dem... Hier mit dem Ding. Nee, da ist nicht so stark wie... Müsste da drin sein. Ah. Jetzt haben wir ihn. Ich habe mich wohl nicht gut versteckt. Ich habe es komplett falsch gemacht. Na, komm her. Ah, ich könnte die Melone mit der Melone platt kriegen. Das wäre die Lösung. Das wäre die Lösung, weil das habe ich jetzt auch gerade mit der Melone platt bekommen. Könnte funktionieren. Nein. Das funktioniert nicht. Oh, schön, dass sie jetzt weg sind. Okay, dann verzichten wir auf diesen Diamanten. Sonst kommen wir ja nie weiter. Wenn es mir halt keiner in die Kommentare schreibt, dann werde ich auch, glaube ich, wahrscheinlich erstmal nicht finden. Ich renne ja wirklich die ganze Zeit rum, bis zum geht nicht mehr.
Na, super. Oh! Danke. Setze mich einfach mal rüber. Ist auch in Ordnung. Finde ich top. So, wir laufen weiter. Und zur nächsten Etage. So. Ich weiß gar nicht, haben wir im Filmstudio eigentlich alle? Einen Geist haben wir definitiv noch nicht, das weiß ich. So. Zum Beispiel haben wir hier noch einen Diamanten. Hier in dem Raum. Ah. Immer ein Fluguigi dadurch. Okay. Da sind... Aha. Dann bei den schon mal den guten. So. Jetzt fehlt uns hier der nächste. Moment. Wie soll ich denn da rankommen? Oh. Oh, ernsthaft? Blöder Hund. Blöder Hund, ey. Geisterhund. Hier gibt es Croissants, ganz leckere. Wartet mal. Ja, Mist, er kann das gar nicht.
Nope, da ist nix. So. Nö, da ist auch nichts weiter. Na komm. Ja, komm. Ah, halt, Feuer. Stimmt, da war was. Feuer, 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 Feuer. War hier. Hallo? Hä? Wieso ist nicht alles kaputt? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist denn hier alles kaputt? Keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro3. Tschüss.